Meine Freunde, KZ-Eintritt. Wenn der Konto gefällt, lass mal gerne ein Abo, lass mal gerne ein Like da, einmal die Glocke schalten, damit du kein Video mehr verpasst. Wir sind gerade in der Album-Reaction. Check gerne auch mal den Link in der Description, der erste Patreon-Link. Dort ist das Album Royal Bunker. Ich habe jetzt schon die ein oder anderen Sachen gehört. Safe kommt das nicht auf YouTube, deswegen, also das Album meine ich, die Reaction. Wenn du Bock hast auf die komplette Album-Reaction, check gerne mal YouTube, Patreon, den Link in der Description, der erste. Es ist auch Hahnkampf drauf, es ist Rap über Hass drauf und es kommen noch die anderen Alben auf Patreon. Deswegen Liebe geht raus, vielen Dank für den Channel-Support. Und wir steigen jetzt ein in die Direction. Here we go. Eintritt. Oh. Let's go. Okay. Oh yes. Ey, geil, Mann. Das hat schon so... Das ist, klopfe, krach die Türe, trage die nass rasierte Abrissbirne. Guck, wie ich auf deine Titten ausraste. Hinter mein... Ist es Sido? Nass rasierte Abrissbirne. Guck, wie ich auf deine Titten ausraste. Okay, okay. Ist es B-Tight und Sido? 30? Das ist 100% Sido. Ey, wie jung er da noch war. Okay, okay, okay. 2009. Wir müssen zurück. Die erste Bar von Tarek. Exklusiv. Exklusiv. Boah, das ist so auch ein geiler Beat, oder? Irgendwie hast du Bock dazu. Let's go! Wenn ich mit meiner Glatze klopfe, kracht die Türe, trage die nass rasierte Abrissbirne. Wenn ich mit meiner Glatze klopfe, kracht die Türe. Ey, wie gut ist das denn? Die Bar macht, also, das habe ich, wo war denn das? Hollywood Hank, ne, bei dem einen Song, bei dem er irgendwie so gegen die Tür klopft und macht so die Geräusche. Tarek macht mit seinen Wörtern Geräuschen. Geräusche, weißt du, was ich meine? Also die Bar wirkt so stark. Wenn ich mit meiner Glatze klopfe, kracht die Türe. Das ist wie so ein, wie ein Drum-Sound quasi mit seiner Stimme. Wenn ich mit meiner Glatze klopfe, kracht die Türe, trage die nass rasierte Abrissbirne. Guck, wie ich auf deine Titten ausraste. Hinter meiner Mickey-Maus-Maske, ich will dein Mutterkuchen, ich hab Lust auf Gebäck. Spiele russisch Roulette und mein Schluckauf ist weg. Ich blas mir ein, seit man mich klonen konnte. Das Gute seit der Atombombe. Heute... Oh, shit, yo. Okay, hier sind wir wieder. Ey, das ist wirklich krass, was hier los ist. Eintritt. Oh. KZ verschaffen sich hier Eintritt zu meinem Herzen mit dem Song. Maske, ich will dein Mutterkuchen, ich hab Lust auf Gebäck. Spiele russisch Roulette und mein Schluckauf ist weg. Ich blas mir ein, seit man mich klonen konnte. KZ! Das Gute seit der Atombombe. Heute mach ich das Voodoo-Examen. Decke meine gruseligen Hooligan-Ahnen. Die Thriller-CD gibt den Toten Energie. Die Zombies tanzen Michaels Choreografie. Da wird der Hund ja in der Pfanne verrückt. Schon okay. Wieder hatte Routine mit deiner Mama gefickt. Pass auf. Aber ich hab mich verschluckt, Mann. Schon wieder hatte Routine mit deiner Mama gefickt. Pass auf dein Mädchen auf, ich tauch mit 20 gestört. Junge, ist das fucking funny, das ist funny. Ah, okay. Ich find's legit funny. Ich find's geil. Die Zombies tanzen. Mega irgendwie typisch ungewohnt. Ich weiß nicht, ist das eine Pre-Hook oder so? Da wird doch der Michaels Choreografie. Da wird der Hund ja in der Pfanne verrückt. Schon wieder hatte Routine mit deiner Mama gefickt. Pass auf dein Mädchen auf. Ich tauch mit 20 Gestörten auf deiner Fete auf. Die Wikinger-Gänge sind zerstörungsraum. Ah, heute ist nicht dein Tag, das Armageddon nach. Kreuzberg 361, all die Tüten Blues. Wir kappen Weibern hinterher wie Kühe einem Zug. Ich trage Dauerwelle, nenn mich Rambo und schrei, fickt euch alle auf Esperanto. Junge, warum? Ich denke immer noch, es ist so cool, nach 10 Monaten oder knapp 11 Monaten Deutschrap jetzt so einen Song zu hören, der mich komplett abholt. Das ist ja crazy. Also Eintritt ist wirklich cool. Warum? Also er hat einen coolen Beat, eine coole Musik, eine coole Melodie. Die Musik ist cool.
wirklich, hört sich stabil an, richtig nice, nicht so schnell, nicht so langsam, nicht irgendwie überproduziert oder zu kompliziert, sondern relativ simpel, aber melodisch, so mag ich das. Der erste Part von Tarek, beziehungsweise die erste Line mit "Wenn ich mit meiner Glatze klopfe, kracht Türe", ist komplett Abriss. Also die Line steht für mich für Eintritt für den Song so. Und alles, was danach kommt, ist Bonus, weil es klingt schon so geil phonetisch. Kreuzberg 361, all die Tüten Blues, wir kappen Weibern hinterher wie Kühe einem Zug. Ich trage Dauerwelle, nenn mich Rambo und schrei, fickt euch alle auf Esperanto. Asylanten aus der Hölle, Künstler in Zwangsjacken, wir sind gekommen zum Plündern und Brandschatzen. Ich pumpe Wagner und kriegen Steifen, geh im Plattenladen, klau deine Musik wie die Weißen. Ich habe ja letztens gefragt, was heißt eigentlich KLZ, also das war schon ganz am Anfang oder so, ne? Künstler in Zwangsjacken ist auch eine schöne Interpretation. Dann um Brandschatzen, ich pumpe Wagner und kriege Steifen. Geh im Plattenladen, klau deine Musik wie die Weißen. Was ist das für eine Party? Ich bin auf Kaviar zu. Nenn mich Siegfried, ich bade in dein Blut. Ich schlage mein neuen Nu. Was kostet die Welt, Alter? Ich mach mein Freischwimmer in meinem Geldspeicher. Da wird der Hund ja in der Pfanne fahren. Schon wieder hatte ich jemand mit deiner Mama gefickt. Pass auf dein Mädchen auf. Ich taub mit 20 auf deiner Fete auf. Oh, die Wikinger-Gänge sind Zerstörungsraum. Ah, ein Ritt, heute ist nicht dein Tag, das Armageddon nach. Schöner Kickflip gerade eben. Ich find's auch cool, so dass er Wagner und Siegfried erwähnt. Ich habe gerade eben gedacht, war der Siegfried derjenige, der in dem Blut gebaden hatte und er bloß irgendwie auf seine... Oder war das Achilles? Damn it. Siegfried hatte doch auch so eine Schwachstelle. Ich glaube, das war die Schulter oder so, ne? Irgendwie ein Blatt draufgefallen ist und deswegen kam das Blut nicht hin und deswegen war er da verwundbar oder so. Damn it, da gibt es viele Überschneidungen. Aber trotzdem, war schon ein schöner Part von Maxim. Ich finde, die Jungs haben es einfach drauf, so Texte zu kreieren, die einfach so funny, so lustig sind, aber dann auch manchmal so twisted und du denkst dir so... Okay, darf ich jetzt darüber lachen? Es macht Spaß. Heute ist nicht dein Tag, das Armageddon naht. Dein Track läuft, Nutten schreien, Pondi Replay. Steige auf die Kanzel und enthaupte den DJ. Lege Kajon auf, Hacke und Nackt. Ja, Kajon, Alter, geil. Oh, da muss ich jetzt was erzählen. Funny Story, vor Monaten auf dem Twitch-Stream, als KZ auf Twitch noch erlaubt war, hatten wir, was war das, Kajeron from Spain Teil 2 gehört. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, weil den Song kenne ich natürlich von Kajeron, dass das KZ ist. Ich habe das nie gecheckt. On die Replay, steige auf die Kanzel und enthaupte den DJ. Lege Kajeron auf, hacke und nackt, springe. Grüße gehen raus an Basti. Schau auf die Töpfe. Und die Band. Und suche Wackelkontakt, sie hat Gold auf der Hüfte, Holz vor der Hütte. Die gleichen Rundungen wie Cartman. Du poppst Chris, ich pop Korn. Ob du ein Nazi bist, erkenn ich an der Kopfform. Deine Kumpels kaufen mehr Es als beim Glücksrad. Der Rest wird mit Chappi an deinen Hund verfüttert. Gib mir noch zwei kurze Benzin und ein Bier. Ich komm nicht mehr klar, stürze ab wie Alia. Okay, Nico in Höchstform. Oh, David, ihr wisst es. VIP in der Psychiatrie. Ich kam nicht klar wochenlang, monatelang. Eigentlich heutzutage immer noch nicht. Also bis dato kam ich nicht klar auf die Heath Ledger Line. Du weißt, welche ich meine, von VIP in der Psychiatrie. Und jetzt hier, Alia, kam dir nicht beim Flugzeugabsturz ums Leben? Und ja, in der Pfanne fahren. Schon wieder hatte ich pass auf dein Mädchen auf. Ich taub mit 20 Gestörten auf deiner Fete an. Die Wikinger-Gänge sind Zerstörungsraum. Ich finde die Pre-Hook auch, also hier, da wird der Hund in der Pfanne verrückt, so, das finde ich extrem lustig. Die Hook ist auch cool. Heute ist nicht dein Tag, das Armageddon naht. Das war extrem funny. Holy moly. Abflug, Freunde. Crazy. Ey, das ist schon geil. Das ist richtig cool. Das ist wirklich schön. Ist das am Görlitzer Park? Ich weiß es nicht. Freunde. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner
Ein sehr, sehr schöner Song, eine schöne Single-Auskopplung. Wie gesagt, wenn dir der Content gefällt, check in meinen Link in der Description, schau in die Album-Reaction rein auf Patreon, unterstütze den Channel. Würde mich wirklich freuen, die Welt bedeuten. Wir sehen uns drüben.